Hallo alle zusammen, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der mbhundert.de Werkzeugkiste. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr an euren mb100 oder auch an anderen Fahrzeugen ganz einfach eine Öldruckanzeige nachrüsten könnt. Die Öldruckanzeige hat den Vorteil, natürlich, dass sie den Öldruck zeigt und ihr dadurch sehr gut seht, ob mit der Motorspiegelung alles in Ordnung ist. Bei uns steht nun die erste größere Reise mit unserem mb100 an. Wir planen eine Fahrt nach Marokko. Und ich möchte einfach über die ganze Fahrt hinweg gut informiert sein, wie es meinem Motor geht und ob der Öldruck passt. Gerade Öldruck ist ein großes Problem beim mb100, also Öldruck ist ein Problem, das einem bewusst sein sollte. Ich habe schon vor einiger Zeit das Video zum Ölüberdruckventil, das gern mal nach längerer Zeit hängt, gemacht. Und um zu sehen, ob damit alles in Ordnung ist, ist halt einfach diese Öldruckanzeige das beste Mittel. Die Nachrüstung ist super einfach und schnell gemacht. Ich habe mich für unseren mb100 hier für ein einfaches Öldruckanzeigerset entschieden, das optisch gut zu den anderen Elementen passt. Das hat diesen Öldruckgeber und die Öldruckanzeige. Es gibt diesen Öldruckgeber auch in Varianten mit einem eingebauten Öldruckwarnlampenkontakt. Ich habe mich jetzt hier für eine Variante ohne entschieden, weil ich das Ganze zusammen mit diesem Adapter hier einbaue. Dieser adaptiert mir erstmal von dem serienmäßigen M14x1,5 Gewinde vom MB100 auf dem Gewinde des Öldruckgebers. Gleichzeitig habe ich einen weiteren Eingang, wo ich den serienmäßigen Öldruckgeber für die Warnkontrolllampe anschrauben kann. Gut, dann zeige ich euch jetzt mal, wie schnell und einfach das Ganze zu wechseln ist. Das ist echt kein großer Aufwand. Im Grunde müssen wir nur den alten Öldruckgeber rausschrauben, den Adapter einschrauben, gucken, dass alles schon dicht ist, den Öldruckschalter und den Öldruckgeber einschrauben, das Ganze verkabeln und unsere Anzeige irgendwo montieren. Zuallererst müssen wir das Kabel für die Öldruckkontrolllampe entfernen. Das ist hier einfach oben aufgeschraubt. Jetzt die Schraube aufmachen. Die legen wir mal auf Seiten und machen das runter. Nun entfernen wir den Öldruckgeber. Mit einer, er hat einen 24er Schlüssel weiter. Ja. Aufpassen, dass der alte Kupferring mit runter geht. Nun nehmen wir unseren Gewindeadapter mit einem neuen Kupferring und schrauben den hier auf. Und ziehen den fest. Sollte man einen solchen Y-Adapter verwenden und das Gewinde, je nachdem wie es geschnitten ist, geht nicht ganz auf, sodass der Y-Adapter nach hinten zeigt, kann man sich behelfen, indem man zum Beispiel eine unterschiedlich dicke Kupferscheibe nimmt. Oder vielleicht auch zur Not zwei Kupferscheiben, damit das Gewinde am Ende, also das Y-Stück, an der gewünschten Position rauskommt. Nun können wir unseren originalen Öldruckgeber am besten mit einer neuen, Kupferscheibe zum Abdichten hier in das Y-Stück von der Seite her einschrauben. Auch den hier wieder gut festziehen, aber immer aufpassen, dass ihr es ein Messingstück nicht zu festziehen, nur so, dass
dass es dicht ist. Der Öldruckgeber hat ein konisches Gewinde. Das dichtet sich normalerweise selbst ab. Sollte es dennoch nicht ganz dicht werden, kann man hier auch etwas Teflonband mit reintun oder was ich gerne mache, mit etwas Schraubensicherung das Ganze zusätzlich abdichten und sichern. So, der kommt jetzt einfach hier oben drauf. Nachdem wir das Ganze festgezogen haben, können wir erstmal den Kontakt für die Öldruckkontrolllampe wieder anschrauben. Und ich habe die ganze Verkabelung jetzt schon mal vorbereitet. Ich zeige gleich mal, wie das Ganze verkabelt wird. Aber ich habe hier dann schon ein passendes Kabel mit einer Öse. Das wird dann einfach hier oben aufgeschraubt. Die Verkabelung ist sowieso super einfach. Im Grunde hat diese Öldruckanzeige nur drei Anschlüsse. Das hier ist die Lampe, die ignorieren wir jetzt erstmal. Wir haben eine Masse, eine Spannungsversorgung und dann den Geberanschluss. Masse und Spannungsversorgung habe ich mir jetzt einfach von den anderen Elementen abgezapft. Dann hängt das auch alles an derselben Sicherung. Und dann braucht man eigentlich nur noch ein Kabel zwischen dem Sensoranschluss und dem Öldruckgeber anschließen. Das ist alles. Die Beleuchtung kann man natürlich dann auch noch anschließen, mache ich später noch. Bevor ich die Verkabelung jetzt fertig mache, teste ich jetzt aber erst einmal, ob alles dicht ist. Dazu den Motor einfach mal laufen lassen. Wichtig ist, dass man da aufpasst, dass kein Gang eingelegt ist und dass natürlich die Handbremse angezogen ist. Alles dicht zu fallen. Wenn das wichtig ist, kommt jetzt sofort Öl raus. Sobald man hier merkt, dass hier irgendwo Öl rausspritzt, sofort den Motor wieder abstellen und alles neu und alles ordentlich abdichten. Ich habe das Ganze jetzt erstmal nur temporär angeschlossen, da ich später dieses Element hier in mein Armaturenbrett integrieren möchte. Dazu muss ich mir aber erst eine neue Halteplatte hier lasern. Das werde ich jetzt die Tage noch machen, weil ich auch noch einen Drehzahlmesser nachrüsten möchte. Dazu gibt es dann auch noch mal ein eigenes Video. Da habe ich erstmal hier diese fliegende Verkabelung gemacht. Hier unser Anschluss, der vom Öldruckgeber hochkommt, an den Sensoranschluss. Dann Masse und die Spannungsversorgung, die ich jemals an den bestehenden Anzeigen abgezapft habe. So, dann testen wir das Ganze doch hier nochmal aus. Erst einmal wichtig ist,
dass der Zeiger im Auszustand auf ungefähr 0 geht. Springt er höher, also geht der Zeiger direkt auf über 10 oder halt auf maximal Ausschlag, dann ist das ein Zeichen, dass der Öldruckgeber nicht angeschlossen ist. Das kann ich jetzt kurz mal simulieren. Ich mache jetzt hier kurz einmal die Verschraubung auf und nehme das Kabel mal ab. Seht ihr, dann schlägt er hier sofort auf Maximum aus. Dann wisst ihr, dass ihr unbedingt das Sensorkabel überprüfen müsst. Jetzt testen wir das Ganze hier nochmal aus. Erstmal unsere Ölkontrollanzeige leuchtet auch noch. Hier die Anzeige, der hat sich jetzt, sieht man, bewegt sich auf seine Grundstellung. Und jetzt geht er über die Grundstellung hoch. Und wenn ich Gas gebe, geht er sofort hoch. Nicht wundern, dass jetzt beim Mahnmotor die Anzeige relativ weit unten hier in diesem roten Bereich bleibt. Das ist okay. Der OM616 und auch seine ganzen ähnlichen Motoren dürfen im Leerlauf bei warmer Betrieb, also bei Betriebstemperatur, bis auf einen Druck von 0,5 bar abfallen. Das ist vollkommen okay. Der Motor sollte aber bei spätestens 3000 Umdrehungen sofort mindestens 3 bar erreichen. Ich habe jetzt hier leicht Gas gegeben, ich habe leider den Drehzahlmesser noch nicht verbaut. Ich schätze mal bei 1000-1500 Umdrehungen war ich jetzt gerade und der Motor ist schon auf 3 bar hoch. Das sagt mir, dass dieser Motor eigentlich vom Verschleiß her noch gut ist. Ja, wichtig ist halt eben im Leerlauf das Ganze aufzupassen. Sinkt er im Leerlauf bei warmer Betriebstemperatur ohne den ersten Strich, sollte ich vielleicht mal ein genaueres Öldruckmanometer anschließen, wie es die meisten Werkstätten haben, um einfach den Öldruck mal genau zu bestimmen. Und hätte man Zweifel, ob der Öldruck okay ist, auf jeden Fall mal das Ölüberdruckventil instand setzen oder auswechseln. Das ist jetzt auch keine große Sache. Ich verlinke das Video dazu nochmal unten in den Kommentar, also unten in der Beschreibung. Wie ihr seht, ist es kein großer Aufwand, so eine Öldruckanzeige nachzurüsten. Auch die Kosten halten sich sehr eng in Grenzen. Es gibt, glaube ich, schon die ersten Sets für unter 30 Euro. Und es gibt eine zusätzliche Sicherheit, dass mit dem Motor alles okay ist. Das war eigentlich schon alles, was ich euch heute hier zeigen wollte. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Ich möchte auch nochmal auf mein Patreon hinweisen. Dort könnt ihr mich persönlich finanziell unterstützen und mir da helfen, mehr und vor allem regelmäßiger Videos zu machen. Ich verlinke unten in der Videobeschreibung dazu. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Ich antworte auf die meisten Kommentare relativ schnell und ausführlich. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade. This is the journey ahead. If you want to see more of my videos about Africa and old cars, please subscribe to my channel.